Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 1 hier bei der Mission Vorhof der Hölle. Ja, wir sind jetzt bei Vorhof der Hölle. Wir sind nicht bei Feuerring und Abadons Maul haben wir auch übersprungen. Warum? Ganz einfach, Aufnahme-Fail. Will ich auch gar nicht mal so doll drauf eingehen. Ich habe verkackt bei der Aufnahme. Und zwar war bei der letzten Aufnahmesession dann, die ja nicht veröffentlicht ist, das Bild schwarz und das Mikrofon nicht aufgenommen. Das ist Kacke. Aber es ist nun so, das, da kann ich jetzt nichts dran ändern, aber wir werden jetzt Vorhof der Hölle machen. Das ist die erste Mission. Wichtig ist übrigens für diejenigen, die Feuerring jetzt natürlich auch machen wollen und nicht wissen, wie das funktioniert und meine Videos nutzen, um zu gucken, wie es funktioniert. Wichtig ist einfach nur, dass man die Gegner alle aus den Siegeln rauspult und dann einzeln besiegt, damit man nicht von den Siegeln beeinflusst wird. Das ist der wichtige Punkt. Wenn man den beherzigt, dann schafft man den Feuerring auch, dann ist das nämlich auch ganz einfach. Bei Abadons Maul muss man das nicht beherzigen, obwohl da genau dieselbe Situation ist. Das ist halt ein größeres Areal in der Mission. Abadons Maul ist auch eigentlich so der Story-Twist. Das ist so, dass man da dann am Ende in diese komische Kammer kommt, wo dann halt diese Machtgedöns ist, ne? Wo man da hingehen soll, womit man dann die Welt retten kann. Problem ist der Visier, mit dem man sich hier rumgetrieben hat, mit dem man ja helfen soll, hinzukommen. Das ist eigentlich der Licht, ne, der Böse, hat sich dann natürlich die Macht geholt. Gleich, also hatte ja schon den Stab, ne, den Stab, den haben wir den ja übergeben. Das heißt, schon mal anfangen, ja, da hatten wir leider ein bisschen verkackt, weil wir es dann nicht wussten. Er hatte den Stab schon, hat dann die Macht dann da ausgeübt und dann hat er da ganz schön fiese Wesen beschworen, die er jetzt in der ganzen Welt von Guild Wars da jetzt verteilt, damit er halt ganz schön viel Böses machen kann. Und wir sind jetzt hier in Vorhof der Hölle, um genau das jetzt allen für alle Mal doch irgendwie zu verhindern. Das ist jetzt so die Mission. Die Mission selbst, Vorhof der Hölle, Vorhof, Vorhut, Vorhof, die selbst kenne ich auch schon. Ja, die habe ich auch schon gemacht. Da, also in der Aufnahmesession, wo halt auch der Fail aufgetreten ist. Die ist sehr fies, da werde ich mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal mega aufregen, ja. Könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen. Also nicht wundern, wenn ich dann mega aggressiv da irgendwie werde. Falsch. Die Mission ist einfach nur kacke schwer. Also so richtig kacke schwer. Also so richtig, richtig. Hier ist es noch nicht so kacke schwer. Man kann diese Gegner auch ausweichen übrigens. Das ist eigentlich sehr simpel. Ich besiege die jetzt aber mal, weil ich sonst mich hier so lange aufhalte. Und das ist jetzt auch noch eher so das Simplere. Das hier mit den Gegnern. Die teilen sich hier auf, diese größeren, die teilen sich zweimal, glaube ich, auf. Und dann hat man die aber auch gut besiegt. Die sind auch gar nicht mal so schwer. Die sind auch im späteren Verlauf der Mission nicht schwierig. Das, was sehr schwer ist an dieser Mission, das ist was ganz anderes. Und diese Gegner werden wir gleich treffen. So, ich tauche jetzt aber der Licht auf, hallo. Hier sollte man ein bisschen warten, damit die Gegner ein bisschen hier ankommen. Und dann hier runter gehen. So. Am besten hier so in die Ecke. Weil dann kommen die nämlich hier angelaufen. Zack. Und man selbst pullt die nämlich nicht. Das ist ein ganz cooler Trick. Jetzt kommen die Gegner.
Das sind nämlich diese Funke der Titan. Das ist ein bisschen fies. Oh, eigentlich sollen hier nur zwei sein. Jetzt sind hier sogar drei. Das ist ja noch gemeiner. Ist alles ein bisschen random. Es ist so, dass diese sehr starke Angriffe haben. Und ich hole mir jetzt mal einen hier ran. Also sie haben sehr starke Angriffe. Den nämlich. Und wenn dann so mehrere auf einmal sind, die halt diese Angriffe machen, dann ist man halt quasi sofort tot. Wenn man hier drei auf dem Fleck hat und keine weiteren Gegner, dann geht das alles. Das sieht man ja. Ja, keiner stirbt. Alles super. Wenn man aber, und das kommt mir jetzt, Gegner, also mehrere von diesen Viechern, von diesen Kobolden auf dem Haufen hat und dabei dann noch Gegner hat, dann ist es schon ein bisschen anders. Das kann dann nämlich sehr fies werden. Aber es soll machbar sein, ja. Das freut mich natürlich immer. Das ist schön. Es soll machbar sein. Aber... Ah! Okay, nee. Kann es sein, dass wir gerade diesen einen Feuerkobold... Nee. Warum waren denn hier drei? Eigentlich sollen hier nur zwei sein. Okay, hier sind immer noch die zwei. Die beiden, die können ein bisschen fies sein. Ich guck mal kurz, ob ich den hier so erwische. Ja. Können wir nämlich den einen gleich bekämpfen. Haben wir den Enden schon mal drauf. So, jetzt kommen wir hier auch gut durch. Perfekt. Hä? Leck? Scheiße? Ja, komm. Ich kümmere mich dann mal. Perfekt, der ist tot. Und wenn die beiden tot sind, sind die restlichen Gegner eigentlich relativ simpel. Nur halt diese Kobolde, die sind immer ein bisschen... sind immer so ein bisschen schwierig. Ah, jetzt habe ich ja auch wieder so ein Level Up quasi gemacht. Ich habe einen Talentpunkt erhalten. Sehr schön. Haben wir die Gegner auffällig? Na, noch ein bisschen Gold mitnehmen, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, hier ist ganz fies. Nicht durchrennen, auch nicht hier gleich an die Seite rennen, sondern hier warten, bis der Heini da vorne oder einen von den beiden so ein Text brüllt. Da. Machen jetzt beide zusammen. Wenn das passiert, dann rennen nämlich alle Gegner da von überall her zu denen hin. Dann sieht man. Und das sind ganz schön viele Feuerkobolde. So. Und die gehen da jetzt random so rum. Dafür sind dann hier an der Seite keine mehr. Deswegen, da muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen. Da muss man jetzt ein bisschen sich hier gut platzieren. Seine Gefolgsleute nehmen. Und die anweisen, dahin zu gehen. So, und jetzt hoffen, dass sie nichts pullen. Wenn das passiert, kann man die Mission neu starten. Ja, das geht auch noch. Scheiße. Weil eigentlich sollte das nämlich nicht passieren. Shit. Okay, also. Also so sollte man das machen. Und weiter bin ich dann auch dummerweise nicht gekommen, weil dann bin ich nämlich danach verreckt. Ne? Also so sollte man das dann
eigentlich machen. Man sieht, die Mission ist mega scheiße. Ja, und da habe ich ja ein bisschen die Zähne ausgebissen. Schön, aber dass ich das eigentlich umsonst gemacht habe dann, ne? Das, also das, weil ja die Aufnahmesession kaputt gegangen ist. Ist ja nicht so schön. Ach ja, richtig, der fällt jetzt auseinander und dann kommen ja nochmal Gegner. In der Zeit hätte man natürlich wegrennen können, dann bräuchte man diese Gegner gegen hier und den danach dann nicht besiegen. Aber das gönnen wir uns jetzt mal einfach. Ne, die Fähigkeit nicht, das bringt nichts. Ja, jetzt können wir das alles nochmal von vorne machen und dann geht das immer so weiter. Die Mission ist quasi unschaffbar. Also wie eben auch hier warten ein bisschen, dann hier so lang. Die Gefolgsleute greifen diesen Lichtkurz an, das ist aber, dauert aber nicht lange, dann sind sie schon wieder weg. So. Dann hier kurz hin. Das Fiese ist nämlich, wenn man dann gleich zur Brücke rennt, dann kann es sein, dass man trotzdem die Gruppe da oben pullt. So, jetzt ist es auch wieder korrekt. Es sind hier nur zwei. Vorher waren dann nämlich drei, ja, hat man ja gesehen. Hier sollen aber eigentlich nur zwei stehen. Das war dann wieder ein ziemlicher Fail vom Spiel. Also die Gegner hier, diese Titanen, diese Funken der Titanen, die sind eigentlich ziemlich simpel zu besiegen. Man sieht aber, da geht eigentlich fast keiner von meinen Heinis rauf. Ne? Und das ist genau das Schwierige an diesen Gegnern. Dass man die halt quasi immer alleine machen muss, weil die Begleiter alle nichts Besseres zu tun haben, als auf Gegner zu gehen, die halt vor ihre Nase sind. Und diese komischen Feuerkobolde, die sind halt immer im Hintergrund. Schon wieder so eine Titanrüstung hier. Doch der dritte oder so. Das ist ganz strange. Ja, der gehört aber irgendwie noch zur Gruppe. Oh, das war aber durchaus gut gelöst. Aber der muss noch irgendwo anders sein. Da. Den da. Den werden wir jetzt von hier angreifen. Bevor der hier noch Unfug macht. So, das war's. Es ist hier noch einer, der irgendwie nicht mitgekommen ist. Blup.